Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Onkel Poppy und wir sehen da hinten eine Kuh. Okay, wir spielen Minecraft Popzone, basiert auf dem Modpack Project Ozone 3. So, pass auf, wir haben gestern gestreamt. In diesem Stream haben wir unsere Rüstung erweitern können tatsächlich, denn wir haben es endlich geschafft und konnten LPG herstellen. Ach, okay, jetzt ist hier sogar das Fuel ebenfalls. Okay, pass auf, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das Ganze einfach mal schick bauen. Na, was heißt schick bauen? Aber zumindest so bauen, dass es Sinn macht und auch Sinn ergibt. So, dann machen wir mal Insert und da haben wir... Ich hoffe, dass das Ganze auch funktioniert. Und nicht irgendwie stehen da. So, pass auf, wir brauchen jetzt noch weitere Ultimate Fluid Tanks. Pass auf, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Ultimate Fluid Danke. Danke. Dank? Dank. So, dafür brauchen wir den Elite. Dann haben wir nochmal den Ultimate oder ein Ultimate oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und wir brauchen noch ein Conduit. Conduit, ein Fluid Conduit. Definitiv, wo haben wir es? Da, Ender Fluid Conduit. Quatsch. Das kommt da dran. Dann haben wir hier den Onkel und der kommt da herin. Extract. Insert. So, dann läuft das Ganze nämlich zu, weil ich habe nämlich festgestellt, sobald eine Kammer voll ist, macht die Refinery nicht mehr weiter. Das nächste wird Diesel sein. Das heißt, wir werden auch dafür nochmal einen Elite-Tank bauen müssen. Tank. Eine Tank. Elite-Fluid-Tank. Bin da mal gespannt, ob er das jetzt macht. Oder ob er wieder irgendwo quer schießt. Aber es sieht nicht danach aus. Es sieht nicht danach aus, weil er zieht sich nach wie vor diese Tanks nicht rein. Das gibt mir sowas von auf den Keks. Das glaubst du gar nicht. Pass auf. Dann machen wir das anders. Dann haben wir hier irgendwo, habe ich doch meinen Tank. Ultimat. 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 Ah, okay. Das heißt, da ist schon mal Advanced. Ein Advanced und Reinforced Alloy. Basic, Basic, Advanced. Ein Advanced haben wir hier ohne Ende. Wir brauchen noch Reinforced. Reinforced. Wieso habe ich denn diese Alloys noch nicht? Ich habe nur die Enriched Alloy. Ich habe Reinforced Alloy. Da haben wir es doch. 4 Stück. Machst du das denn? 1, 2, 3. Ja. Elite. Elite. Eliteur. Elite. Was fehlt ihr noch? Iron. Es fehlt noch Eisen. Aber ich habe doch Iron mitgebracht. Warum auch immer der dieses Eisen nicht hat. Ich kann es ja echt nicht sagen. Ich habe eigentlich bei meinen Touren im Stream habe ich eigentlich genug Eisen mitbringen können. Fand ich jetzt nicht gerade so wirklich traurig, aber irgendwie scheint's das nicht gewollt zu haben. So, pass auf, dann kommt dieser Fluid Tank da auch noch rein. Dann machen wir hier nochmal Extract, Always Active und da machen wir nur Insert. So, dann kann er jetzt ganz in Ruhe weitermachen, denn, pass auf, wir haben hier oben ja das LPG drin, das LPG. Das Ganze habe ich jetzt mittlerweile hier rüber portiert mittels der Fluid Conduits in den Thermopneumatic Processing Plant. So, das Ganze heize ich jetzt zusätzlich auch an über eine Vortex Tube mit Wärme, weil der braucht er auch hier 100 Grad Minimum, damit er was macht. Dazu muss ich hier oben Kohle reinpacken. Also das heißt, wir haben jetzt hier das LPG drin. Das LPG ist, warte, mach mal ganz kurz, ich führe das einmal vor. Kohle. Eine Kohle entspricht einem Bucket LPG. Quatsch.
Liquid Plastic. So, das Ganze habe ich jetzt automatisch auch wieder mit dem Enderfluid in den Plastikmixer geschoben. Somit habe ich jetzt die Möglichkeit hierüber. Tank is empty. So, somit habe ich jetzt die Möglichkeit, hier dieses Liquid Plastic einzufüllen. Aus diesem Liquid Plastic wird Gray Plastic gemacht, weil das habe ich so eingestellt. Ich brauchte eigentlich nur 4 Stück. Aber ich habe dann gesagt, mach mal aus dem ganzen Liquid Plastic, was ich hatte, mach das mal alles weg. Jetzt habe ich hier 52 weitere Gray Plastics. Kann ich die wieder einfügen? Da braucht er wieder Temperatur. Und dann könnte ich mir ja theoretisch gesehen neue Blätter machen sozusagen. Wenn ich das hier wieder einfülle, er braucht allerdings 150 Grad dafür. Okay, lass ihn mal machen. So, des Weiteren ist, weswegen das Ganze anders aussieht, ich habe nach der letzten Folge eine kurze Pause gemacht und habe dann nochmal nachgeschaut hier auf dem Server und dann ist mir hier alles, was hier gestanden hat, auch der Liquid-Prozessor hier, der hier gestanden hat, in die Luft geflogen. Und zwar nicht die Geräte selber, sondern die Leitungen haben dem Druck nicht standgehalten. Und zwar steht da ja Maximum an Pressure, sind 5 Bar. Und ich hatte auf den Leitungen an Druck, ich sag mal so irgendwas zwischen 6 und 7 Bar. Und dann ist das ganze Ding mir irgendwann um die Ohren geflogen. Das habe ich halt nochmal nachgetestet. Aber ich denke, ich habe das jetzt so einigermaßen im Griff. Ich habe hier zusätzlich noch eben dieses Pressure Cord Tube Modul mit draufgepackt, so dass der automatisch Druck ablässt, wenn der Druck zu hoch steigt. Dann habe ich, wie gesagt, festgestellt, sobald hier eine Kammer voll ist, macht dieses ganze Ding nicht weiter. Ist auch ein bisschen nervig. Deswegen habe ich jetzt hier die Ultimate Fluid Tanks dran gebaut, dass wir da zumindest ein bisschen Vorrat haben, dass wir da ein bisschen sammeln können. Genau, das war's eigentlich gewesen, was ich im Stream gemacht habe, denn damit konnte ich dann unterm Strich natürlich auch im Stream, warte, konnten wir herstellen unsere geliebte Maschine, den Osmium Kompressor. Mit diesem Osmium Kompressor habe ich dann Osmium zusammen mit Glowstone Dust in Glowstone Ingot verwandeln können. Und das Ganze habe ich dann als Seed gemacht. Und jetzt haben wir hier schon mittlerweile 669 Essenzen. Und wir können jetzt Glowstone Ingots automatisch herstellen. Das ist halt der Nachteil. Du brauchst wirklich diesen Glowstone Seed, damit du das dann vernünftig machen kannst. Und das geht wirklich nur in diesem Mod-Projekt, weil ich habe da viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten von euch in den Kommentaren gelesen. Aber es geht wirklich nur auf dem Wege, wie ich es gezeigt habe, oder relativ easy, sage ich mal so, dass du eben diesen Glowstone Ingot herstellen kannst. So, das heißt, wir haben dann auf dem Wege, wie du ja siehst, habe ich hier im Inventar schon Steel Leaves Essenzen. Wir waren dann noch im Twilight Forest, denn ich habe jetzt hier Tough Alloy Armor schon hergestellt. Die habe ich schon gemacht. Sieht auch cool aus, ne? Die Tough Alloy Rüstung konnte ich schon machen. Und um das Ganze jetzt weiterzumachen, brauchen wir Steel Leaves. Die Steel Leaves, hier Steel Leaf Armor, ne? Die Steel Leaves musste ich tatsächlich dann auch noch in den Twilight Forest gehen und dort tatsächlich einen weiteren Endboss fertig machen. Warte, können wir, glaube ich, sogar auch hier schauen, ne? Können wir auch hier schauen und zwar, jetzt geht das wieder los, Lambda, das war das gewesen. Und zwar haben wir die Night Phantom Trophy gemacht und da waren Steel Leaves gewesen, die wir gefunden haben, die konnten wir machen. Und jetzt haben wir nur noch 3 Gegner im Twilight Forest, die wir machen müssen. Einmal diesen Bock, dann diesen Urghast und die Ice Queen Trophäe. Und wenn wir das alles haben, dann haben wir quasi Twilight Forest komplett abgeschlossen. So, jetzt, wie gesagt, ist der Plan, dass wir Steel Leaves machen, Steel Leaves Ingots. Mit diesen Steel Leaf Ingots können wir dann die nächste Rüstung bauen. Das ist so mein Plan, dass wir, wie gesagt, die Rüstungen, hier siehst du eben nochmal die Essenzen, dass wir halt die Rüstungen irgendwann so weit haben, dass ich wirklich die Draconic-Rüstung bekomme. Denn damit bilde ich mir ein, kann ich in jeder Dimension fliegen.
Und das habe ich ja jetzt im Moment nicht. Und deswegen, damit wir uns da einfach besser vorwärts bewegen können und auch relativ sicher sind, was die Rüstung betrifft, würde ich schon gerne schnellstmöglich auf die Draconic-Rüstung gehen. Denn ich habe festgestellt, auch im Stream, dass es noch eine ganze Ecke mehr an Dimensionen gibt, die wir noch erkunden müssen. Und da braucht man natürlich mega Schutz für. Dementsprechend würde ich schon gerne zusehen, dass wir die Rüstung bekommen. Ne? Das ist halt der Plan. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo packen wir Steel Leafs hin? Steel Leaf. Oh, komm mal, pack mal hier hin. So, pass auf. Jetzt machen wir Steel Leaf. Warte mal, wie ist denn diese Rüstung gemacht? Die Rüstung ist gemacht nur aus Steel Leafs. Okay, das heißt, können wir jetzt Stile, wir haben 5 Stück. Wenn wir sagen, wir machen jetzt nochmal 35. Die können wir sogar schon craften. So, dann haben wir 40 Stück. Wenn ich mir jetzt die Rüstung hole, können wir dann auch die Rüstung schon komplettieren? Oder wird das schwierig? Komm mal her. Zack, mach dich nackig, du Sau, ey. So, pass auf. Wo ist denn die Rüstung? Hallo, da. Da ist die Rüstung. Wenn wir jetzt sagen, zieh mal. Und dann das. Dann wird schon schwierig. Dann haben wir nur noch 10. Da haben wir schon Missing. Schuhe können wir noch machen. So, und dann brauchen wir unterm Strich für die Hose eigentlich 4, 8, 9, 10, 11. 11 Stück müssen wir noch machen. Und dann haben wir die auch schon komplettiert. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. 12. 15. Oh Junge, du bist aber auch verrückt, ey. So, pass auf. Dann können wir nämlich hingehen und das Höschen noch machen. Und mit dem Höschen hätten wir dann tada, die Armor komplettiert. Amore, Amore. So. Dann wollen wir mal gucken, was gibt es als nächstes für Rüstungsteile. Wo sind wir denn da? So, Knightly Armor. Das heißt, wir brauchen wirklich Knight Metal Ingots. Knight Metal Ingots können wir casten. Armor Shard Cluster. Und daraus kriegen wir Knight Metal Ingots. Haben wir Armor Shard Cluster? Ich habe ein bisschen was eingesammelt. Armor Shard. Das war das gewesen. Oh, ein bisschen viel. Und da kriegen wir aus 9, kriegen wir, ach du Herr Jemini. Armor Shard Cluster. Factorizer. Okay, und damit können wir machen im Ofen Nightly, oh, 4 Stück brauchen wir. Wie viel kriegen wir aus? Was haben wir gesagt? Ein. Dein Ernst? Schmelting. 2 Ingots. Warte mal, da kriegen wir 2, da kriegen wir 4 Stück raus. Lol. Pass auf, wenn wir das 4 Stück bei rauskriegen, geht das? Warte mal, wenn wir jetzt hier Redstone Furnace, Induction Schmelter, da kriegen wir sogar 3 raus. Was gibt's denn hier noch? High Oven, Alloy Smelter, da gibt's nur einen. Das ist schon mal wichtig. Alloy Smelter ist schon mal wesentlich, dass wir nur einen rauskriegen. Das heißt wirklich, wenn wir in der Schmiede das schmelzen, kriegen wir 2 Ingots raus. Sollte uns helfen, denn ich wollte gerade sagen, ich kann noch nicht so blind sein. Denn dann haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, wenn wir da jetzt eben diese 4 Ingots rausbekommen, dann haben wir tatsächlich, wenn wir das machen können, können wir eben diesen Seed bauen. Dann haben wir nämlich 4 Knight Metal Ingots und daraus können wir einen Seed machen. Und das ist schon mal Gold wert. Dann war es ja nicht verkehrt, dass ich das eingesammelt habe im Twilight Forest. Das findest du im Twilight Forest im Übrigen, dass ich diese kleinen Nuggets eingesammelt habe. Und wir haben dann dadurch die große Chance bekommen, eben diese
nächste Stufe für die Rüstungen fortzuführen. So, die Ingots hat er gemacht, weil ich habe hier noch die Redstone-Clock drin. Das könnte man sehr gut jetzt automatisieren. So, pass auf, dann können wir nämlich jetzt sagen, wir machen diese Seed, eine super Tier 4 Crafting Seed. Tier 4 Crafting Seed. 1, 2, 3, 4. Fertig. Auf den Punkt. Und yay, einen neuen Seed gefunden. Gut, Leute, den werde ich jetzt auch weiter hochzüchten, genauso wie diese Steel-Leaf-Dinger, dass wir die dann einfach weiter ausbauen können. Das ist nämlich nochmal mein großes Ziel, dass wir mit den Seeds hier weitermachen können. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da oder auch ein Abo und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Part oder im nächsten Stream auf meinem Kanal, hier auf YouTube oder auf Twitch. Bis dann. Tschüss.